Oder daran knüpfen wir an, aber wir machen den Rest gleich. Und zwar mit Erhard Schärfer, mit unserem Hauptstadtkorrespondenten, der ausgeharrt hat vor der Landesvertretung Niedersachsen-Schleswig-Holstein. Erhard, wir haben sozusagen zu Beginn dieses Nachmittags schon mal versucht, diese doch durchaus diffizile Gemengelage zu sortieren. Nach dieser kurzen, sehr lange verschobenen Pressebegegnung der beiden müssen wir noch mal auf ein paar Punkte abheben, insbesondere unter dem Stichwort Irritationen. Wie müssen wir uns das zusammenreimen? Irritation ist das Wort, das jetzt, glaube ich, Stefan Weil und Hendrik Wüst verwendet haben. Irgendwie, man hat hier unmittelbar vor diesem Pressestatement der beiden aus anderen Quellen, insbesondere aus Unionsländern, auch schon mal Wörter gehört, die eher mit Verdruss zu übersetzen wären. Im Übrigen, ein kurzer Blick hier zur Seite, die allermeisten Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen bzw. Regierungschefs und Chefinnen sind inzwischen in ihre Wagen gestiegen und auf dem Weg ins Kanzleramt und da zum Teil auch schon eingetroffen. Ja, das ist ganz spannend gewesen. Auf der einen Seite gab es ja schon seit vielen Tagen den Wunsch der Regierungschefinnen und Regierungschefs, dass sie Auskunft darüber erhalten, wie denn der Bund gedenkt, diese Gaspreisbremse und die Strompreisbremse tatsächlich umzusetzen. Man hat da auf Eckpunkte gewartet. Diese Eckpunkte hat dann das Kabinett heute Vormittag beschlossen, im Grunde parallel zu den Beratungen der Ministerpräsidentinnen hier. Und dann scheint es doch den einen und anderen Punkt zu geben, eben der so gar nicht auf das Einverständnis der Länder hier stößt, weil es gar nichts damit zu tun hatte, was im Vorfeld offenbar erörtert worden ist. Und da geht es insbesondere um Härtefallfonds. Da fällt mir in erster Linie der Topf ein, mit dem Haushalte entlastet werden sollen, die mit Ölheizungen ihre Wohnungen warm halten oder warmes Wasser ihre Wohnungen warm halten oder eben mit Pelletsheizungen. Dass dieser Härtefallfonds wohl so hat es, so sieht es offenbar der Kabinettsbeschluss vor, irgendwie zum Teil auch von den Ländern getragen werden soll. Da ist man überhaupt nicht mit einverstanden. Und das wird dann, glaube ich, noch ein intensiveres Gespräch geben mit dem Bundeskanzler heute Nachmittag und den beteiligten Minister und Ministerinnen. Und da war die Ansage auch relativ eindeutig eben von Stefan Weil, dass man das als Land, als Länder überhaupt nicht mittragen will. Mhm. Und er hat, wenn wir im Grunde genommen noch einmal auf diese atmosphärische Ebene gemeinsam schauen. Man hatte ja, wir haben vorhin schon einmal miteinander gesprochen, da ging es um die Frage Anfang Oktober und wie man sich da ein bisschen verhakt hat, um die Finanzen und sozusagen der Kanzler dann schon mal öffentlich vorgerechnet hat, dass man ja schon als Bund ganz viel getan hat. Also dieses kommunikative Moment, da hat man immer wieder den Eindruck, das fällt der Bundesregierung hin und wieder mal schwer, in Timing und in Taten genauso zu liegen, dass es andere nicht verärgert. Das sieht in der Tat so aus irgendwie und mich überrascht das ehrlich gesagt auch ein bisschen und insbesondere ist es ja vor dem Hintergrund ärgerlich, wenn da jetzt Fakten drin sind in diesem Eckpunktepapier, das das Kabinett ja beschlossen hat heute Vormittag, dass da Punkte drin sind, die so bislang mit den Ländern nicht erörtert worden sind. Und dann wird es natürlich wieder in den Schlagzeilen in diese Richtung laufen, genau wie Sie das beschrieben haben, dass man weniger gucken wird auf das, was dann hinterher beschlossen worden ist, sondern dass es da kommunikationstechnisch wieder zumindest eine Panne gegeben hat. Das weiß man jetzt noch nicht. Vielleicht, ob es mit Absicht da drin steht oder ob es ein Redigierfehler ist oder ein Bürofehler, wie es gelegentlich auch heißt. Das wird erst der Nachmittag jetzt zeigen und die Gespräche, die dann im Kanzleramt stattfinden. Dann können wir relativ gespannt sein auf das, was dann am Abend, am früheren oder späteren Abend dann tatsächlich dann bekannt gegeben wird vom Bundeskanzler und von den beiden, die wir eben schon gesehen haben, dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und dem Co-Vorsitzenden, wie das dann eingeordnet wird und wie man dann darüber spricht. Im Moment ist es tatsächlich wieder kommunikativ problematisch. Und das ist deshalb ärgerlich, finde ich, weil im Grunde alle im Laufe des Tages ja auf einem guten Weg gewesen sind. So haben sie es zumindest gesagt. Die haben beschrieben, wie sehr man sich aufeinander zugegangen ist. Und das haben die beiden Ministerpräsidenten, die wir eben gehört haben, ja für einzelne Teilbereiche auch schon mal noch mal angesprochen. Beispielsweise bei den Flüchtlingskosten. Krankenhausfinanzierung wird sicherlich auch noch eine Rolle spielen, aber auch die sogenannten Regionalisierungsmittel, das 49-Euro-Ticket, das dann Deutschland-Ticket heißen soll. Auf allen Bereichen ist man einander entgegengekommen, hat nicht immer die ganz große Begeisterung dabei gesehen. Aber so ist das nun mal bei Kompromissen, dass beide Seiten Zugeständnisse machen müssen. Und dann kommt wieder so ein Moment oder ein Punkt hinein, irgendwie der alles wieder
diesen ruhigen Ablauf, so will ich es mal sagen, oder diesen zu einer guten Lösung hinführenden Ablauf wieder zumindest atmosphärisch durcheinander bringt. Und das ist eigentlich ziemlich ärgerlich, wenn man sich anguckt, was ohnehin in den vergangenen Wochen da schon im Argen gelegen hat. Also im handwerklich-kommunikativen liegt noch deutlich Luft nach oben bei der Bundesregierung und dem Handling mit den Ländern. Vielen Dank für diese Beobachtung, für diese Einschätzung über diesen Nachmittag. Sie bleiben natürlich für uns am Thema dran. Unser Berlin-Korrespondent Erhard Schäfer. Erhard, vielen Dank.